Ja, so rückwärts. So rückwärts geht. Damit geht der Film los. Verstehst du? Du, wie gefällt's euch denn? Ist es cool? Oder ich meine, ich frage jetzt mal. Was denn? Wird das hier alles? Das habt ihr mir ja ermöglicht. Weil ich doch bei dem, wie heißt das nochmal, beim Notar war. Und dann konnte ich doch nicht. Dann habe ich gesagt, ich wünsche mir das. Und dann hat der Heinrich und die, das wisst ihr gar nicht, gell, nachgegeben, dass wir denen das gestalten. Ihr wisst das nicht. Aber du kommst ja wieder wie immer zu spät. Nein, alles vorbei. Wieso? Der Greta hat mir 5-mal angerufen. Nicht einmal, dass ich drauf, aber sehr schön. Also bei der Sabine hast du natürlich, die hält alles zusammen, die ist die wichtigste Frau. Die hat mit ihrem Charme und der, also seid, beruhige dich. Bettina hat halt keinen Hut auf, aber du könntest doch einen Hut aufsetzen. Willst du einen Hut aufsetzen? Ja, ich wollte das. Muss ich mit meinem Auto direkt fahren, kann ich bitte mal. Brauchen natürlich alle. Da muss man immer einen Ton, Bella Obermeier. Da geht man so vorbei. Wie in die richtig. Got it all on. Yeah. This is just there. The eggs are not eatable. Yeah, look. Oh man. Okay. Und dann zoome ich das mal ran. Und dann, das Wichtigste, der Künstler selbst. Sehr schön. Ja, ich bin oh, da. Und wie schön siehst du der Malerei. Und das habe ich dem Armin noch gesagt, dass du dieses schöne Teil hast. Hältst du mal? Ja, du hast läufst du, ne? Ich so gerne gefilmt. Oh. Sehr schön, ich auch nicht. Ich hab alles drauf. Sehr schön. Super. Ja, das ist drauf. Schau mal. Und, jetzt machen wir es. Da müssen die Frauen jetzt weghören. Ist die Sophie süß? Wer sieht das? Sehr schön. Ich war sehr auf meinem Bild hier fokussiert, aber... Ja, okay. Ja, bei der Arbeit ist, ist es uns gelungen, eine echte Künstlerin in Aktion. Wie? Du sag mal, da gibt's verschiedene Texte. Du, da gibt's verschiedene Texte. Zoomst entweder hin oder du gehst hin und zoomst wieder weg. So kannst du einen ganzen Film gestalten. Perfekt, oder? Ja, weil du normalerweise gehst du immer... Doch, von dem... Ach so, bei dem hier. Weil das oberste Gebot... Theo, das oberste ist überhaupt, sagt mein Freund, dass man bei den Aufnahmen niemals zoomt. Das Zoomen bringt das Geile aus dem Standbild, dass du die Strahlen siehst. Haben sie aber auch erst 5 Jahre später erkannt. Verstehst, wenn du heute diese Werbung siehst, wo in der Mitte irgend so ein Punkt ist und die Strahlen außenrum, das ist natürlich dann mit dem Studio-Dienst. Aber es kommt von der Zoom-Geschichte, währenddem du filmst. Weil wenn du dann weggehst, hast du das so außenrum richtig toll. Und das hier, das hat verschiedene Texte, finde ich irre. Und wie finden wir jemals die Chris? Finde ich toll, dass es die Besucher gibt. Habt ihr eigentlich von eurer auch welche eingeladen? Du warst die Einzige, die mir die Karten gegeben hat. Ich habe gestern noch 5 Stück. Also diesen, der das gemacht hat, der war dann später bei uns im McDonald's nebenan gesessen und schnell was reingeschaut. Wie heißt der? Rudi? Irgendwas. Der das Rathaus bespielt hat. Und der war vorhin da. Achso, der vom Weltraum. Ja. Ja. Der war vorhin da. Rudi, wie heißt du noch? Rudi. Der war aber da. Echt? Ich war mit dem verabredet. Ich dachte doch, der kommt abends. Ich gehe doch immer. Nee, der war ziemlich. Der war voll schon hier. Der hat gemeint, er ist müde. Weil das war. Bäcker. Heißt der Bäcker mit dem Namen? Rudolf Bäcker. Der hat nämlich dann nebendran gesagt, er hat in den letzten 15 Jahren hat er 1500 Künstler, an denen München vorbeigegangen wäre. Sehr schön. Halt, mein Sonnenbrille. Habt ihr übrigens mein T-Shirt gesehen? Das habe ich 4 Jahre nicht mehr angehabt. In diesem, da hat Jim Morrison und James Dean gewohnt. Ah, und das schaut, die kommen nachher auch noch, nein. In diesem Haus hat James Dean gewohnt. Und Jim Morris. Echt, das ist also in San Francisco, Sunset Boulevard. Das geht dann, wenn du zum Ocean fährst, rechts rauf. Und die haben auch noch Bungalows. Und es ist ein sehr schönes Haus. Das finde ich ja. Vor allem der Text, also zwischendrin die melodiöse Situation. Das ist unser Liebbad. Wo ist jetzt deine Arbeit? Das ist meine Arbeit. Ich dachte, es wäre seine. Nein, die Malerei ist von mir. Das ist deine Arbeit, die lobe ich. Ich wollte doch dich nicht loben.
Bei nee, dann, okay. Bei danke. Frauen muss man doch grundsätzlich, aber das Ding ist cool. Ich habe ja, meine ist, du meine ist ja auch eine Lumex. Da war schon eine Sekunde dazwischen, dass du da und sofort. Ja, das. Das habe ich doch. Ich habe auch eine Lumex. Das, das ist so. Ja, die machen die besten Videoaufnahmen. Echt? Panasonic. Also ich habe damit die Kiss abgefilmt. Und 6,5 Minuten und mich interessiert der Film nicht, weißt du, was das Geheimnis ist? Damit kam man eben drauf, dass du das Standbild während dem Film machst. Also pro Sekunde, Stopp und Go, wie stottern. Mhm. Und das haben wir schon vor 15 Jahren gemacht am Screen. Und du kriegst aus den Standbildaufnahmen, die kannst du ja dann auch so auf dem Board, so vorwärts, rückwärts, millimeterweise. Da kannst du, wie gesagt, das mit dem Zoom hat damals überhaupt noch gar keiner gemacht. Und da hast du gesehen, dass das dann so abstrahlt. Mhm. Wahnsinnig toll. Das ist deine Arbeit. Beschimpfst du da keine Männer oder irgendwas? Also du bist in Harmonie. Okay. So geht's so. Doch. Ja, ja. Also Armin und ich, wir sind uns... Kann ich direkt machen. Ich gehe jetzt mal. Wenn es anders gibt. Okay. Wenn es anders gibt. Also das ist sehr schön. Da der, also der Armin, der war mit mir mal der Host von... Der war von Freitag der Host und hat mit 23,5... Hörst du? Ja. 8.000 Mark verdient. Der hat jeden Freitag 2 Mark damals noch pro Besucher gekriegt. Und manchmal hatten wir 1.100 oder mehr Leute. Dann hat gesagt, Armin, wo hast du dein Geld hingetan? Und dann haben wir Jahre gesucht, dann haben wir es rausgekriegt, keine Drogen. Der hat überall geparkt, wo er wollte. Dann muss der im Monat ungefähr, also richtig was... Bist du das oder ist das, können wir denn, wer ist das jetzt? Jedenfalls, wir haben so, der hat mal so ein Buch gekauft mit lauter solche Teile drauf. Ah, okay. Das ist richtig der Hammer. Richtig toll. Das ist halt unser Flyer, dass wir halt eben, wie gesagt, eine neue Location suchen. Feldmacher in der Straße 7. Sehr schön. Check dich mal an. Habe ich keine Ahnung, kenne ich jetzt dann irgendjemand? Wenn einer dann ohne Hut kommt, erkenne ich den immer. Ach, das ist der Leonid, kennst du, oder? Ach klar, das ist der Leonid, jetzt komme ich mit. Selbstverständlich. Ich habe gehört, du bist bei der Chris vorne, oder was? Ja, dann geht doch, da gehen wir doch jetzt mal hin. Sind es alle auch deine Künstlerfreunde, Chris Gott? Das ist super mit diesen ja, na gut. Sehr schön. Du schaust ja heute richtig ordentlich. Also ich meine, oh, ich finde... Da gibt's Mond. Du, die Damen kennen sich. Schatzelein. Die Damen kennen sich. Sehr schön. Das Wichtigste, du brauchst mich nur, Andreas, brauchst mich nur mit den zwei Küstern. Wir haben uns doch also, hier noch gerade, ja, ich vergesse nie ein Gesicht. Wenn du anrufst, dann denke ich, ist ganz richtig. Jetzt gibt es da welche, die stehen vor 7 Uhr abends nie auf, reinlächeln, das ist gut. Das ist sehr schön. Also, und Bettina hat deinen Hut, zauberhaft. Und dann hast du da eine Jacke von deiner. Echt? Ja. Das ist es. Dann kommt hier der Künstler. Du schaust schnell noch rein. Sehr cool. Angenehm. Grüß Gott. Sehr schön. Ist ja ganz bescheiden. Wir haben es ja wieder nicht küssen. Nein, jetzt lass doch mal. Wenn es so Schutzmaßnahmen. Ich wusste doch, dass du kommst. Jetzt muss ich dich bei anderen küssen. Jetzt. Wie? Hier ist ja richtig was los. Verzeihung. Echt? Warte mal, muss man ja nebeneinander haben? Guter Winkel. Ja, total. Echt, aber die endlich. Das ist ja unglaublich. Er hat einen Photoshop. Wie nah darf man den ran? Bis so. Okay. Also. Und dann, weißt du, ich will das so, dass ich dich habe und im Hintergrund ihn, weil das sind ja zwei Welten, die kriegst du nie auf eine Platte. Aber ich schon. So schaut's aus. Wer ist das? Achso, der mal das. Ist das dein Ehemann? Nee. Ah ja, ich merke schon, sie gehören dazu. Das ist echt cool. Ja, wir haben das gemacht. Ja, so schickt man dich, da komme ich rein, wird das sofort geschickt. Echt? Von ihr oder von wem? Ja, nicht von ihr, die kann doch, wie sollen die Fotografie... Eine Legende, jetzt schon, trotz ihrer jungen Jahre, das ist Susi Kessel. Hi. Ja, ja. Das ist der Michael, kennst du den Trainer? Irgendwo haben wir uns schon mal getroffen. Ja, ja, und zwar bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich Otter war. Mein Gott sei Dank hast du gesagt, wer du bist, weil... Ich habe wirklich für 3 Millionen Leute gespielt. Hat natürlich 25 Jahre gedauert. Aber wenn man bei mir dann manchmal das nicht dazu sagt, der andere hat mir gesagt, voll, das wäre eine ganz tolle Partys, die er immer macht. Und da würde ich doch gern kommen, ich weiß gar nicht. Wir gehen nach über, oder?
Ja, 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 ihr könnt auch noch was rum, weil ich kann dann gerne zwei Ausdrucke nehmen. Ja, aber bestimmt noch was im Vorschlag. Wir müssen das Ganze für das nächste Mal ja auch noch besprechen. Also, heute noch zeigen. Ja, die zeige ich ihm heute noch. Er hat das damals für mich versprochen. Wir hatten ja so also, das ist ihre Ganze. Dass wir das jetzt hautnah machen. Also, du hast mich, verlierst mich bitte nicht. Gut. Also, ist das jetzt echte Früchte oder sind die gemalt? Ja, das ist echt. Also Früchte Naspi. Ja. Ich finde, das Schönste und das Wichtigste ist, du, dass einer auch mal sich selber grüß dich, ich bin's. Andersrum so. Ja. Also, wenn du so ausgestattet bist, hast du keine Chance mehr. Ja, ja, sehr schön. Alle davon. Was ist denn jetzt? Weißt du, wie? Klitoral. Ja. Ich bin doch damit. Also. Der beste Schreiber in der deutschen Sprache von Schweiz und Österreich. Auch Künstlerin. Na, Gott sei Dank, auch ein paar normale. Danke. Wem gehören die Financial Times richtig toll? Grüß Gott. Das ist die wahre Kunst. Mein Freund Andy Warhol hat die Kunst aufgegeben und hat nur noch Business-Kunst gemacht. Das ist beliefert. Er hat gesagt, weil wenn es nicht gut ist, dann geht er out of business. Das waren seine letzten ein Jahr oder zwei. Hat er als Statement gebracht und total. Aber gut, ich habe sie alle drauf. Weißt du, was das Schlimmste an meiner Firma ist? Dass ich immer drauf drücke. Du, das ist ganz ernst, schon seit Jahrzehnten. Ich drücke immer drauf, also und dann vergesse ich es. Und dann denke ich, ich filme und da ist es leer. Und dann, wenn es unten hängt und dann an den Randstein geht, dann mache ich das ungefähr 20 Minuten. Dann hat ein Freund von mir gesagt, toll. Hast du deinen weltweiten Einfluss? Ja. Einfach mal ziehen. Ganz toll. Also ganz toll. Also sehr. Nein. Ist hier. Sorry, hi. Is this the work? And you just. The workers. Oh, is this a work in progress? We are working. This is the show. This is the work. Okay. Very nice. This is where the porn happens. Okay. Cool. Ich hab die Ding getroffen. So heiß. Ich schick dir das Bild darüber. Ja, mein Handy ist hier. Sehr schön. Sag dir, wie findest du das? Dass er gekommen ist. Wieder wunderbar. Aber so alles insgesamt hast du schon was gesehen. Wer? Du? Ich bin gerade jetzt gekommen, ja. Also bei mir, die Susi hat mir um 2 Uhr gesagt, bist du schon wach? Habe ich zurückgetippt. Wir wollen nicht übertreiben. Aber der Kopf, ich habe gedacht, du hast so einen Riesenkopf. Nee, schön in Ordnung. Da kann man einfach eine Brücke sehen. Ich denke, die kommen alle erst so um 6:30. Also im Schutze der Dunkelheit. Ich finde es so toll, dass hier vorgemalt wird und danach. Chris, ganz cool. So. Kitty nehmen wir auf. Legend. The Legend. Das ist the real Legend. Wie? Du, Mirko, du weißt doch, in Hollywood, wenn sie ankommen, müssen die Kameraleute immer so zurücklaufen. Wenn die, verstehst du? Also, die Leute laufen normal. Und dann verstehst du alles hier so rein. Und dann kommt man hier zum Höhepunkt. Bist du noch die Benita? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, du bist die Benita, stimmt? Ja, genau. Ich hab dich ein bisschen größer in Erinnerung. Das macht wahrscheinlich die hier, hinten ran. Sehr interessant. Okay. Felix Oma will unbedingt ins B1. Echt? Obercool, ja. Sehr schön. Ja. Im Deutschen Museum fragt schon ständig, ob es hergibt, das Teil. Braucht den auch für den Raum 321. Nicht mehr die Beine, die wir vorher abfilmt und die Fußfesseln, sondern. Da braucht man kein Stativ, wenn man so steht. Ja, genau. Ja, super, ich danke dir. Okay. Ja, ja. Aber ist der Effekt. Was? Theo, ist der Effekt so gut, dass es so. Wie? Ja, ich wusste, es ist völlig frei. Okay, sehr schön. Codewort braucht man auf Toiletten, natürlich, sonst geht's nicht. Codewort. Was hast du für ein Codewort? Rock'n'Roll. Sehr schön. Das ist mein Freund, der grundsätzlich mit mir sich immer gern streitet. Er wetzt seinen Geist an mir.
fahre einfach an ihnen so vorbei. Danke. Ein bisschen Action. So, total. Okay. Okay. Das ist der Mann, dessen Partys ich leider nie besucht habe. Dafür, dafür spielt er meine Musik in seinem Auto und hat sehr gute Parfüm. Ja, weil, nur weil ich kein Laden sage, mach das bitte nochmal, ihr seid so stolz nebeneinander. Okay. Also ich muss das. Ich habe gerade wie ein Alter. Sehr schön. Man muss das wie bei allen Stars, muss man immer so auf langsam. Und du bist jetzt die Kuratorin. Ich bin nicht die Kuratorin. Nee, die Initiatorin. Der Gallery Talk. Sehr schön. Ich habe dich nämlich auf dem. Hier gibt es kleine Performance. Natürlich nicht deine. Also, ich sag das ein Geheimnis. Hier hat eine Orgie versprochen. Ja. Das ist auch original. Ich sage. Orgien ist erst höflich. Erst höflich im Beirat. Ich bin wieder eine Mogelpackung und ich weiß, ich gehe frustriert nach Hause. Ich kann wieder die Maria Hand zur Hilfe rufen. Bitte, bitte. Sekunde. Das war so cool. In der Badewanne. Die von Australien, die zwei Girls, die waren sowas von scharf. Und ich will das gerne an meinen Freunden lassen. Die zwei, mit denen haben wir geredet, die Bettina und ich als Mütter. Ich hab gesagt, ey, wir nicht mal nicht so viel. Ich hab gesagt, jetzt geht das los. Hast du die Chris schon gesehen? Nein, die haben wir jetzt mal gesehen. Breaking down, your sons are dead.
habe immer wieder schlecht geschlafen. Echt, echt. Gestern war ich zu Gast bei einer Wrestling-Preisverleihung und die ergreifenden Geschichten der jeweiligen preistragenden Wrestler haben mich an meinem wundesten Punkt erwischt, meiner Menschlichkeit. Die wahren Sieger an diesem Abend waren wohl die Fans. Die Aftershow-Party hingegen war völlig oberflächlich und fake. Als mir der Undertaker erzählte, warum er so die Hand, wem er so die Hand schütteln würde hinter den Kulissen, kam mir dann auch schon wieder der Brechreiz. Ich tat dann so, als würde ich hingegen das Schienbein treten und der Held meine jungen Jahre gegen den Boden. Klappstühle und Baseballschläger wurden mir gereicht, doch es soll ja bekanntlich am schönsten sein, wenn ich gehe. Mein Weg nach Hause war gepflastert von Hürden, die zu nehmen waren. Beim S-Bahn-Surfen habe ich mir einen Zug geholt. Meine Augen sind verquollen. Unterdessen traf ich noch eine der Gestalten, die man nachts nicht treffen will. Meinen asiatischen Avocado-Sushi-Lieferanten. Und ich denke mir so, hi. Und dann denke ich mir so, wow, keine Ahnung, ob der Typ meine Sprache spricht. Alter, du bist so ein Arsch. Der Typ bringt dir Essen und du hast keine Ahnung, ob es ihm gut geht. So, also frage ich ihn, alles klar bei dir? Und er spricht so kein Wort Deutsch und lächelt nicht. Und ich denke mir nur, fuck, ich bin so ein Sack. Und ich sage noch Ni Hao, denn das heißt Hallo auf Chinesisch und haue ab. 100 Pro ist der halt aus Japan oder Vietnam oder Korea oder irgendwas anderem, was nicht China ist. Das war der Tiefpunkt meines Lebens. Der Arme. Meine größte Schwäche ist ja meine grenzenlose Empathie. Ich habe dann sein Fahrrad geklaut und bin mit dem zurück nach Hause in den Wald gefahren. Da geschah es dann auch, der Grund für alles hier. Auf einer strahlend heiligen Lichtung, auf welche sanft der Mondschein fiel, machte ich eine kurze Pause und lauschte der Idylle, als urplötzlich vor mir eine Kröte des Weges sprang und es einen lauten Knall gab. Entsetzt beugte ich mich herab zur weißen alten zerplatzten Kröte. Sie trug eine Kutte und lange weiße Haare und hatte eine Pfeife im Mund. Und sie flüsterte: Auserwählter, diesen Pfeil habe ich für dich abgefangen. Es war alles sehr magisch und sehr bedrückend. Du musst nun mein Volk an meiner Stelle führen. Rette uns. Aber Kröte, sagte ich, ich habe noch so viele Fragen. Hör einfach auf dein Herz, Junge. Hör auf dein Herz. Gerührt von dem dramatischen Tod des Krötenanführers, wusste ich, dass ich nun Wort halten musste. Entschlossen zog ich mir den Leichnam der Kröte auf meinen Kopf und sofort wurden wir eins. Dann hatte ich noch ganz schön Hunger, hatte mir daheim schnell Spaghetti gekocht und gebastelt und bin schlafen gegangen. Das Aufstehen heute Morgen glich einer Tortur. Erst einmal musste ich ja meine Zähne putzen. Danach habe ich mir noch das Gesicht gewaschen. Das Wohnzimmer musste ich dann auch noch saugen. Fingernägel musste ich abbeißen und die Kaffeemaschine entkalken. Dann habe ich noch meine Nase putzen müssen. Das Bett macht sich auch nicht von alleine. Den Hund habe ich dann auch noch schnell gebürstet. Aber jetzt bin ich hier, bereit, etwas zu ändern. Da ich nun der Auserwählte bin, habe ich eine Menge Verpflichtungen. Die Puzzlestücke meines Plans fügen sich langsam zusammen. Erst die Ecken, dann der Rand, dann langsam auch der Inhalt. Ich empfange die Botschaft der Kröte durch meine Haare. Vieles da draußen hat sich zu unser aller Ungunsten zugetragen. Und es ist an der Zeit, meine Freunde, die Tiere und Menschen dieses Landes aufschreien zu lassen, in Anbetracht der Missstände. Diese Welt hat uns geprägt und nun prägen wir mit bestimmter Kraft den Abdruck unserer entschlossenen Faustknöchel in die Visage der Bourgeoisie zurück. Eure Lügen hallen in unseren Wald hinein, doch unsere Reformen hallen doppelt so laut zurück mit der Kraft des Schalls, der aus unseren prallen Backen herniedersaust. Oh, das war cool. Das muss die neue Kundenkraft sein. Ich versuche es auch mal mit einer packenden Rede. Das neue amphibische Zeitalter hat begonnen. Ihr, die ihr da draußen seid und Schutz sucht, ihr Vergessenen und ewig Vergesslichen und die, die immer an alles denken und niemals einen Geburtstag vergessen, ihr, ich bin euer Heiland, ich bin euer Lichtblick. Ich bin der aufgehende Stern am Firmament dieser korrupten Welt. Ich vereine sie alle, Freund und Feind, Wasser und Land, Salz und Pfeffer. Du dort, Reh, du wirst uns Schlafsäcke nähen aus den Gedärmen unserer Feinde, den Ewiggestrigen, und sie werden uns warm halten. In den kältesten und einsamsten Nächten, denn das Feuer unseres Gedankenguts lodert in jedem Stich, den deine filigranen Hände gesetzt haben. Zusammen gründen wir ein Stadtstaat tief im Wald, in dem endlich niemand mehr wegsieht, wenn einem jemand das Kaugummi der Feigheit unter das Pult der Rechtschaffenheit kleben will. Ich kann deutlich spüren, wie die Kraft in mir wächst.
Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Ich führe euch durch das Tal des Schmerzes und dann führe ich euch ins Tal der Engstirnigkeit. Von dort aus besteigen wir die Alpen des Verrats und dann, um dann leicht und befreit von ihnen herabzurollen in ein weiteres Tal, dem unseren. Ja, hört mich an, seht mich an. Die kollektive Unterdrückung des hydrophilen Geschlechts endet mit dem Beginn meiner Ära als euer Befreier. Wir müssen wieder an etwas glauben. Und du da hinten, Papagei, du wirst unser neuer Arzt sein und das örtliche Krankenhaus leiten. Danke! Dein Krächzen beweist mir, dass du die Energie fühlst und bereit bist, ein jahrelanges Studium zu beginnen. Die Wiesel werden uns öffentliche Einrichtungen bauen, wie Kindergärten und Bibliotheken, in denen der Bestand unserer amphibischen Rasse gepflegt und intellektuell zu immer neuen Ufern getragen wird. Folgt mir in eine bessere Welt, eine Welt der Amphibolie. In der ihr frei seid, zu entscheiden, ob ihr eure Cornflakes mit Milch essen oder ob ihr Milch mit Cornflakes trinken wollt. Schwestern und Brüder, übt euer tapferstes Quaken und sattelt die Pferde, wir reiten los gen goldgrünen Horizont. So. Redeschreiben auch fertig. Was mache ich jetzt? Applaus. Ich kann mich an eine Wand stellen und wieder in Einsamkeit versinken. Das ist ein Freund, der Armin Braun. Der war der Host in unserem Parkspiel. Ja. Der hat mit 23,5 Jahren schon. Genau, heute gehe ich aufs Häusle. 8.500 Netto. Das musste er ja auch verarbeiten. Stimmt, habe ich aber noch nicht. Naja, das war richtig cool. Das ist Jogging. Reinhold, Ding und ich habe ja alles drauf. Wieso hast du mit diesen kleinen Kindern? Mein Gott, ist da. Oh, das sehe ich ja jetzt. Lasst euch unberührt. Okay. Grüß Otto, er ist dein Host. Genau. Ja. Grüß Otto, muss man sagen. Ja. Keiner hat mir gesagt, dass mein Hämmertier-Dings ist. Ja. Also, das sieht so anders aus, den Arm ja gesagt. Danke, ja. Man rennt rum, keiner sagt einem was. Du und fotografier fleißig. Keinen mehr wie dreimal. Na, Humoreinlage. Ja. So. Nehme ich noch meine
Ich habe meine Sonne. Das ist wichtig, weil es scheint auch die Sonne. Ja, nicht nur das. Da ist sie dann. Und dann. Sehr schön. Jetzt geht es hier gleich ab. Der Senf ist ja auch in der. Alles drauf. Schon wieder nicht. Jetzt reicht's ein für alle Mal. Es geht zum fünften Mal hier hoch, weil das Geld habe ich auch noch vergessen. Der Greta musste mich zum Cola einladen. Mann, ja. Okay, so, jetzt haben wir alles. Danke, das ist wirklich ganz wichtig, weil du, aber der Daniel ist mein Freund, der Pfarrer. Den habe ich irre gern. Der mit dem DJ-Stand? Der neben dem DJ-Stand. Mhm. Der mit dem, finde ich so toll, hat er die Jacke gemacht, auch lässig, aber einen Kragen hat er dann noch. Der war mit mir bei der Dings, bei der Chris auf der Party in dieser Sendlinger 46, in dieser Off-Space. Mhm. Und da hat auch jeder eine Kopfbedeckung. Also nach Hause hat sich eine Perücke geholt, weil der ist obergeil. Also mit dem soll ich ein bisschen unterhalten. Der ist mein totales Favorit. Echt, also der ist richtig, absolut. So, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich Geld auch. Können wir Freundin einladen. Der Dingsjacke. Der Ralf. Nein. Den habe ich gefunden. Heißt der Ralf? Nee, du meinst. Karl. Den Karl habe ich gefunden. Ah, ja, Karl ist in dem Fressen. Ja. Weil der Tollste ist der mit dieser Dingsjacke und hat hier aber sein krankes Pfarrer. Mein so. Freund. Also total der Jungpfarrer. Und der hat so: Theo, ich habe noch nicht mal eine Putzhilfe. Ich muss morgen 240 Leute direkt hier. Also der hat jetzt so einen, der ist jetzt für die gesamte bayerische Jugendkirche zuständig. Cool. Der war wahnsinnig toll. Wir waren nämlich bei der Chris, wir waren da auf der Sendlinger 46 auf dieser Party und den 19. Also nach Hause hat sie eine neue Kopfbedeckung geholt, die hat nur weitergehalten. Ganz wichtig, dass man die Leute, auch wie nennt man das, so überdings macht. Weil Pfarrer haben weltweit ein Problem. Die haben keine Freunde. Ja, also die werden immer zu ernst. Die wollen auch leben. Die haben auch mal das ist wie bei Zahnärzten. Also das ist, verstehst du, also ich habe gemerkt, ich habe sowas mit Pfarrer habe ich in Wiesbaden auch schon gehabt. Die sind, also der eine, der ist mit mir gefahren nach, wie heißt es, Thüringen oder Tübingen, wo so tolle Ausstellungen sind. Tübingen hat Weltraum, die haben so einen Professor, der macht, also von diesem Ausstellungsding, obwohl das so klein ist, Tübingen, hat das richtig, also total, da ist der mitgefahren, wir haben ja im Auto dann Peggy so, also Pfarrer haben im Allgemeinen nie Leute, die sie so, verstehst, die haben ja, die wollen ja auch, weil die sind, die werden halt immer als heilig zum Angeschaut. Die Leute sind dann so befangen. Ja. Und da gehen wir ab. Das ist ganz wichtig. Das nächste Theaterstück. Lieber Pfarrer. Ja. Du, also einmal. Ich mit viel zu selten behandelt. Was einstecken, warte mal. Tja, hier. Keep on rocking. I keep on smiling. Das seid die ersten. Paris Lounge habe ich dir, glaube ich, noch eine gegeben. Die Paris. Okay, dann war die gut. Und dann habe ich eine. Dann bist du das nächste Mal dran. Okay. Ich habe oben noch eine Tonne, aber ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen. Und du musst auch mal büßen.
Dankeschön. Ja, 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 alles noch. Und zwar, you think you got the blues, but you got holes in both of your shoes. And you women playing game. And she said, you the one to play. Keep on smiling. Das ist ausnahmsweise meine eigene Freundin. Grüß Gott. Das Theaterstück und Filme und alles aneinander. Ihr wolltet so noch so ein bisschen. Grüß Gott. Das ist die Villa, die ich dir erzählt habe. Die Russisch. Oh. Ja, ja, und sie hat mir auch mal Russisch. I love you in Buchstaben drauf. Möchte ich mir als T-Shirt. Und der Daniel, der Pfarrer, ist auch da. Ach, ja, ja, ja. Ich würde gerne Franziska schnell anrufen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit ihr ist, nämlich. Das ist von Susi, weil die heute ja da ist. Der Armin war der Einzige, der mir gesagt hat, ich habe Hollywood drauf gehabt und hinten, das ist Verschwammung von Hollywood, und da war hier so ein Streif und ja, keiner hat mir was gesagt, wir können mal schnell ins Büro, da tue ich das. Und du, was denn? Du bist auch zuständig, du weißt, wie die geht. Und dann, doch, alle machen nicht immer, alle machen was. Ich möchte keine Fotos machen. Sabine, hab doch die Güte, das machen, der Armin macht auch mal so ein bisschen zwischendrin. Wo soll ich die denn hinstellen? In deine Tasche. Jetzt komm mit, dass du vor links. Muss er mal. Sabine, wo bist du? Danke. Okay. Ah, grüß Gott, das ist die eigene. Das ist dein Fan. Du machst für die ganzen Fotos rein, oder wie? Für morgen. Diese für morgen? Ja, ich frage nicht. Für heute. Ach, für heute kommt. Da kann man, das muss jetzt auch mal gewürdigt werden. Aber jetzt nur heute Vormittag. Ne? Was? Nur die? Nur die von heute Vormittag. Keine Fotos. Ach so, du weißt was. Sehr schön. Aber Putin ist doch richtig gern Currywurst und Pommes. So aus Popo. Ja, ja, ja. Ja, der war ja Spion. Ich war populär mal da. In seiner Art und Weise. Ja, und Spione, Dresden ist ja seine Lieblingsstadt. Ja, also ich habe alles jetzt drauf. Und Dresden war ja seine Lieblingsstadt. Und die hat er dann auch mal ein paar Mal besucht. Und da gibt es natürlich im Osten, sind unsere Errungenschaften für die das Allergrößte. Das heißt, die haben gefüllte das auch wieder. Also bei der Benita gab es eine wahnsinnig schöne Geschichte, wenn sie jetzt deine Chefin ist, dann erzähle ich dir das halt ausnahmsweise. Die Benita hat mit einer Besessenheit im Neubau von der Akademie der Kunst vor vielen Jahren bei einem Vortrag ihre Message an diese Tafel gehängt. Und ich bin rundherum und habe Grüß Gott gesagt und so und kannte die noch nicht. Und hinten war ein Künstler, ich glaube aus also Tschechoslowakei oder sonst was, ein Riesenfan von ihr. Und dann hat er zu ihr gesagt, Benita, Benita, ich habe dir 3 E-Mails geschickt und du hast mir nicht einmal geantwortet. Dreht sie sich um und sagt, das ist sie, aber ich habe sie wahrgenommen. Sabine, das ist doch die Situation. Wenn einer ins Sakko greift. Ich klaue ihm was. Echt, danke. Sehr schön, dass ich diese Augenblicke noch miterleben darf. Was brauchst du denn? Ach, den musst du jetzt wohin tun, oder? Innen rein, oder was? Führer! Kidnapp! Please kidnapp zu sehen! Okay. So schauen Sie mal, wie die Karo schon sieht. Oh Gott! Was ist jetzt? Sehr schön. Ganz kurz, schau her, das ist die Benita, die da unten spricht. Siehst du mit der Niederlage? So, und jetzt kommt. Jetzt stecken wir uns zu den großen.
geil. Das ist meine Freundin, die kennt das. Ey, wie geil. Wenn sie Resten mal so zwischendrin haben. Warhol hat immer gesagt, ja gerne, dass alle auf ihn warten und wenn er dann kommt, wäre nothing happen, also warten sie immer auf nothingness, aber bei euch muss ich sagen, es ist deine Freundin. Wie meinst du das? Ihr seid ein Team. Yes. Okay. Achso, weißt du, dass mir immer passiert, dass ich immer das Teil anhab, denke ich, und dann habe ich es nicht an. Und wenn ich es umhänge habe und es schleift am Boden, dann hast du's an. Dann habe ich immer eine Viertelstunde drauf zum Trottoir von der ganzen Welt. Dein Hund und nicht mehr dich. Felix, können wir jetzt das Statement machen? Also du hast Geburtstag, also, es bleibt uns nicht erspart, nein. Theo, Selfie ist natürlich mit der Kamera sehr strange. Wir machen mit der Kamera sehr strange. Also die Sache ist, das wird ein Event, das wird kein Geburtstag. Ganz ruhig. Das wird ein Event, ja? Ja. Das wird ein Monster-Event. Und du spielst einen Song. Okay. Und ich tanze den Song auf der Theke. Sehr schön. Theo Crash. Aber noch mit was an. Ja, aber nicht viel. Ja, du hast. Dich hat ja gerade, ich weiß nicht mehr, wer... Irgendjemand mehrartig gesucht. Na gut. Ja. Und der andere muss der Chris muss es im Haus da drüben so langweilig geworden sein, dass sie ihren ganzen, Hofstaat mitgenommen hat und jetzt hier mit rein. Und was du hörst von Mirko, zeichne ich schon auf. Habe ich ja vorhin schon. Danke. Sehr schön. Gut. Okay. Dann müssen wir jetzt auch schon weg. Okay. Ja, Song mit Video dann zusammen irgendwie veröffentlichen. Deswegen dauert es halt einfach immer alles zusammen. Sehr schön. Habe ich schon meine Maschine an, kriege ich einen Mitschnitt, dann haben wir zwei neue CDs.
Also mit dem, ich schneide schon alles mit. Stella, ich glaube, du brauchst einen Strohhalm, oder? Ja. Kannst du den schon mal rein? Und ihr fahrt noch in die Messe. Ich war gestern in der Heilige Geist um 18 Uhr bis 19 Uhr in der Messe. Ja. Nun, aber der Daniel ist dann einmal da und hat Susi mitgebracht. Ich habe ihr gesagt, sie hat sie nie gesehen. Aber sie sollte in Stuttgart alles cool. Alles drauf. Aber richtig heftig. Ja. Hätte noch Girl? Theo! Ja. Wir müssen den Dancefloor öffnen. Nein, es ist doch gleich eine Performance. Ja, danach. Ja, dann geht's ab. Ja, sehr schön. Ah, grüß dich. Also, du bist dran, habe ich ja besprochen als erstes, aber dann müssen wir auch etwas machen zum Porträtieren. Ach so. Ich mache das meinen Weg. Das heißt, ich fotografiere analog, weil ich einen Diafilm habe. Mit dem schmeiße ich es an die Wand. Wir suchen aus, was dir am besten gefällt. Machen einen Film durch oder zwei. Und dann suchen wir das Beste aus. Alles drauf. Hier ein kleines Gespräch mit der Originalsteller. Und wir machen das, also einen Diafilm, gehen mit der Lupe, schauen aus, was ich will. Und da mache ich das. Weil in der Kunst ist auch erlaubt, mit dem Projektor zu arbeiten. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Ah, Sie sind die bekannte Stella. Ja. Weißt du, was das Schönste ist? Ja. Sag's. Nicht an dir. Dann holen wir sie nachher. Vertraut ja erst nicht, oder? Wer bist du eigentlich? Ich heiße Theo Clash. Na, jetzt passiert mir mal. Theo Clash. Theo Clash. Heute ist der Abschied das Wichtigste. Verstehst du? Weil wir müssen alle gehen. Keiner weiß wann. Danke. Gemacht. Aber dann kann man auch erst nicht. Okay. Weißt du, bei den Stars müssen doch die Fotografen immer so das ganze Pulk so immer vorlaufen, damit die richtig drauf kriegen. Ja, genau so. Und jetzt rechts und jetzt links. Ja, und jetzt da Putin, ja, genau, grüß dich. Ja, sehr schön. Jetzt, ja, da drüben ist doch jetzt kleine Performance. Echt? Ja. Was ist das Tollste? Ich schon mal hier. Was ist das Tollste? Sie macht die Party. Da ist eine Performance. Ach. Ja, wie einfach das gut. Bitte? Der einzige Nachteil ist, der Armin eine und die heißt Adina. Und die ist wirklich also weltweit inzwischen. Wir sind. Also ich bin die Königin von Bayern. Ach ja, genau, danke. Alles da. Grüß Gott. Wie jetzt schon Weihnachten, sehr schön. Immer Weihnachten. Das Tolle ist, wenn du den anhast, hast du an einem Abend 15 Visiten gehabt. Ja, weil jeder kommt doch an und sagt, Weihnachten. Wenn nur so geht's. Brauchst du gar niemand anreden, da stehst du mit so einem Pullover dran und dann, ob das New York ist, übrigens mein Kaffee. Ob das New York oder Chicago, weil, was jetzt Weihnachten? Schon bist du mit einem Fuß in der halben Verlobung. Alles drauf. Hoffentlich. Ja. Sitting in your tank, all your blood will be wasted in the silence. And it's
Ich habe immer wieder schlecht geschlafen. Gestern war ich zu Gast bei einer Wrestling-Preisverleihung und die ergreifenden Geschichten der jeweiligen preistragenden Wrestler haben mich an meinem wundesten Punkt erwischt, meiner Menschlichkeit. Die wahren Sieger an diesem Abend waren wohl die Fans. Die Aftershow-Party hingegen war völlig oberflächlich und fake. Als mir der Undertaker erzählte, wem er so die Hand schütten würde hinter den Kulissen, kam dann auch schon wieder der Brechreiz. Ich tat dann so, als würde ich ihm gegen das Schienbein treten und der Held meiner jungen Jahre ging zu Boden. Klappstühle und Baseballschläger wurden mir gereicht, doch es soll ja bekanntlich am schönsten sein, wenn ich gehe. Mein Weg nach Hause war gepflastert von Hürden, die zu nehmen waren. Beim S-Bahn-Surfen habe ich mir einen Zug geholt. Meine Augen sind verquollen. Unterdessen trat mir noch eine der Gestalten. Ja, sehr schön. Und was meinst du so? Wege mich. Wege mich. Malerei und Plastik. Echt? Ist ja ganz toll. Ich bin eine Grenzgängerin. Ja, das ist ja wunderbar. Als ich so alt war wie du, habe ich mich zwischen verschiedenartigen, war ja Disc-Jockey, Frauen bewegt und da war ich auch Grenzgänger. Das ist immer noch Grenzgänger. Ja, ja. Ja, es geht ja darum, wo hört die Malerei auf und wo fängt sie an. Das ist sehr interessant. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Das ist eine formale Auslage. Ja. Also das ist sehr angenehm. Bist du jetzt erst gekommen? Ja. Nein, ich bin schon länger hier. Das ist ja wirklich sehr schön. Und habe ich dich schon mal in der Akademie gesehen? Ich habe dich noch nicht gesehen. Okay, das ist schon mal sehr gut, weil wenn mich jemand noch nicht gesehen hat, dann hat er noch kein Vorurteil. Ja. Also mach ich das. Da drin ist eine Performance. Ja. Jeder hat seine Strafe verdient. Geh schon rein. Ich war da schon. Also war schon. Ich nein, ich habe nicht. Sie singt. Ich habe die Lena mehrfach, also bei mir auf dem Ding, und ich war ja eine Generation Disc-Jockey, habe ich auch ein bisschen Ahnung. Und sie ist zwischen Mamas und Papas und die Birds und solche, also richtig zwischen Weltbands. Nein, da drin, da ist natürlich nicht genügend, also das ist auch eine totale Konzertsache und dass du mir eigentlich, also verstehst, aber der jetzt das vorliest, der hat denselben Text vorhin schon vorgelesen. Da habe ich das schon abgeschrieben. Als solches. Aber es ist trotzdem eine schöne Performance und ihr Papa ist ganz angenehm. Wir sind ja immer ein bisschen in der Blut. Du sag mal, und kennst du eine, die heißt Anna Dietz bei euch in der Akademie? Der Name sagt mir etwas, aber ich kenne sie persönlich, glaube ich, nicht. Was ganz strange ist, die kenne ich auch nicht, die kennen fast alle. Und die hat bis heute nach Süddeutschland gekriegt. Sie wäre in London gewesen, da und dort und im Tee und so und so. Und ich kenne den Namen, aber ich kenne ihn. Also, und dann hat die eine halbe Seite mit der Malerei oder sowas. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wie geht denn das, dass die in der Süddeutschen... Ich meine, die Susi Gelb hat ja auch ein bisschen so eine andere. Ich bin jetzt in der neuen Generation mit euch, weil ich bin früher immer alleine rein. Da war die Susi Gelb, die Gabi Blum und die Dana Lörken und solche Leute. Und die sind ja jetzt raus. Jetzt habe ich die neue Generation. Also die Chris geht jetzt auch bald, die das Ganze hier wackelt. Dann, wie heißt du denn? Amelie. Dann Kürsli. Lössli. Dann halte ich mich an die neue Generation. Also einige sind schon, der Felix ist cool, die Bianca und so ein bisschen so aneinander. Und da muss ich sagen, das ist von der Bettina. Die heißt natürlich, wie heißt sie? Nee, da ist noch einiges offen. Da wollte jemand auftreten auf dem Kamerad. Ja, die sind jetzt, die sind da drin. Geh nur rein. Ja, also das finde ich sehr schön. Als Grenzgängerin zwischen läuft es. Mann, ich hab irgendjemanden. Und dann wichtig ist, dass man nicht außenrum, sondern durchgeht. Verzeihung. Sehr schön. Schwenkt am Brain now. Und dann immer durch, Entschuldigung. Ach so! Ja. Und man kocht immer so auf die Thank you.
Die tollste Kunst empfinde ich am heutigen Abend ist sein Jacke, weil er ja immer. Er ist genial. Ja, also mit der Jacke, also, weil er sich ja nie in sowas hat. Aber damit es jetzt noch ordentlich heute mal ein bisschen ordentlich ausschaut. Ja, hat er einmal im Jahr kann er das schon mal machen. Hat er, jetzt hat er von dem schon den Anzug geklaut. Ja. Hatte ich nicht. Ich hab's gewusst. Also es kam mir so. Oh ja, jetzt ist gleich das ganze Ding. Ja, du bist gerade die Hüfte so. Sehr, sehr schön. Okay. Total. Vordergrund macht Bild gesund. Und dann hat vor allem